Ja, nicht Siegkraft, wie gesagt. Okay, ja, der Verdächtige hat also eigentlich sowieso Diamantes, oder? Aber, ja, lassen wir das mal beiseite. Einmal mehr möchte ich angemerkt haben, dass ich nicht die verdächtigste Person im Raum bin. Ich bin nicht mal mehr die zweitverdächtigste Person im Raum. Es geht aufwärts, Serpentilio! Ja, Schulterklopf. ja, Zulamin wirft Abelmir nur einen ungläubigen Blick zu und späht dann wieder hinunter in die Stadt. Sie feiern schon wieder. Sie scheinen sich des Ernstes der Lage nicht bewusst zu sein. Sollen wir uns eigentlich mal nach diesem Beben erkundigen? Ja, es wäre sicher interessant zu wissen, was man hier in der Stadt drüber denkt. Ich habe noch einmal einen Vorschlag. Sicher. Ich bin ganz ehrlich, dieser Magiergraf ist ja ganz pfiffig, richtig? Er ist nicht dumm. Mal von seiner Verdorbenheit und allem abgesehen. Vielleicht kann der euch noch was beibringen, Abelmir, was uns hilft. Mit den Pforten und der ganzen Scheiße. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von ihm etwas lernen will, von einem Paktierer. Ich bin mir hingegen sehr sicher, dass er viel hat, dass man natürlich kann. Wollt ihr von Paktierern lernen. So seid ihr bei der Nummer. Ich möchte von dem anerkanntesten Sphärologen lernen, den wir hier getroffen haben, Abelmir. Und im Gegensatz zu euch habe ich reichlich Erfahrung darin, wie man mit Paktierern umgehen muss natürlich, im Lehrbetrieb. Natürlich. Ihr verkehrt ja täglich mit Paktierern in Brabak. Eine interessante Anstellung für jemanden, von dem Paul Berra noch immer teilweise spricht. Ja, nicht, dass eure Jetzt scheint ja also eure Bekanntschaften gemacht zu haben. Ja, und ich habe daraus gelernt, im Gegensatz zu euch. Nun, die falschen Lektionen erscheint mir. Nun, das ließe sich erörtern. So oder so, Kapitania. Wenn es für eure Entscheidungsfindung wichtig ist, er war insistent, dass einer seiner Erben zu sein und den Tetraeder zu besitzen alles ist, was man braucht, um entsprechende Manipulationen vornehmen zu können. Zulamin, du kannst erkennen, wie neben eurem Lager eine dicke, fette, aufgedunsene Kröte sitzt, die dich aus vielen Augen anblickt. Diese schon wieder. Ein Burekesh. Ein Dämon der Widersacherin. Aber eine putzige Version. Seht ihr das? Ihm fehlt die typische violette Verfärbung, die man antrifft. Und ich wende... Mach nochmal den Mund auf kleiner, hm? Man kann sehen, wie dieses Maul mit den Fangzähnen angrinst und ein Wust aus Tentakel hervorschnellt. Seht einmal, die sind viel kleiner, aber viel zähliger, also ebenso als das, was man heutzutage antrifft. Die allgemein anerkannte Form. Nö, ich weiß gar nicht, also ich bin viel zu interessiert daran, dieses Ding zu studieren. 1W6, kannst du selber würfeln? SP oder SPA? TP 1W6 und plus Sekret. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was das Sekret macht. Burkesh-Sekret. Das dämonische Sekret ist ein Gift und ein begehrtes Rauschmittel. Dann kannst du gleich deine Zechenprobe hinterherwürfeln. Zechen? Muss man sie nicht ablecken? Ich glaube, man muss die ablecken. Kröten leckt man normalerweise, sage ich aus Erfahrung. Ja, aber die Zunge macht Sekretschaden, also Zusatzgift, wenn die dich trifft und die macht Schaden. Und das macht sie ja. Oh, warte, bringt mir das irgendwas neu zu öffnen. Nee, warte, hier, ich sehe es hier, Folgeschaden. Richtet der Dämon mindestens 1 SP Schaden beim Ziel an, erleidet das Ziel zu Beginn der folgenden 3 Kampfrunden 1W3 SP. Okay. Dann würfel ich einfach mal 3W6 und wir haben die. So, warte, 6 sind 3, 3 sind 2, 4 sind 2, 3, 2, 2 sind 7. Nee, hätte ich 13 halbiert, wäre ich auf 7 gelandet. 14 halbe, ja genau, danke für das Gespräch. Au! Wenn das wie Serpentilio angreift, ziehe ich den Säbel und schlage danach. Es weicht nicht aus, du kannst erst einmal das Tentakel Nummer 1 durchtrennen, die Zunge, die eben noch Serpentilio geschnappt hatte, und die Kröte springt einmal zurück, glupscht dich aus den großen, glosenden Augen an, und dann kannst du sie mit einem weiteren Streich deines Säbels zurück in den Limbus schicken. Außerdem viel aggressiver als zeitgenössische Exemplare. Interessant. Eure Neugier wird euch noch einmal den Kopf kosten. Deine Wunde, wo wurdest du getroffen, Serpentilio? Schwertarm. Ich hab vermutlich irgendwie...
Ich habe die, Hand nach dem Ding ausgestreckt und dann. Es fühlte sich an wie so, wie so eine Gänsehaut, die darüber läuft, und jetzt ist es so ein Kribbeln, als würde deine Hand einschlafen. Ja, macht euch keine Sorgen, es ist nicht das erste Mal, dass Burkisch Sekret. Oh je, oh je. Die Pupillen sind riesig. Das ist eine potente Dosis. Vielleicht solltet ihr euch hinsetzen. Ich denke nicht, dass dies der richtige Vorgehens. Nicht, dass jemand umfällt. Oh, scheiße. Raphim, schau dir mal in die Augen. Ja, jetzt mal vom, ach du meine Güte. Warum sind eure Zähne so rund? Sippen, setz dich. Ich kann nicht, der Boden ist aus Nesseln. Wenn ich mich hinsetze, steche ich mich doch. Ja, nein, beruhig dich, alles ist gut, hör auf meine Stimme. Was war das für ein Viech? Der ist ja absolut weg. Ein Dämon der Widersacherin, wie gesagt, er wird häufig für Feste beschworen. Die Leute lecken ihn ab, es ist eine Art Droge. Nichts wirklich Gefährliches, aber... Burkesh, ja. Plural Burkesh, ja. Ein oft zur Belustigung beschworener Dämon, der nichtsdestotrotz starke Kampfeigenschaften aufweist, wenn der Beschwörer hinreichend fähig ist, ihm eine passende Form zu verleihen. Notiz: Auf keinen Fall mit Maul oder Klauen in Berührung kommen. Wir waren einmal in einem Dorf, wo sie ihn angebetet haben. Wir haben eine Statue davon gesehen. Sie war längst um einiges größer als dieses Exemplar hier. Ach, ich erinnere mich. Das Dorf haben wir für Schussübungen benutzt. Ja. Ja, ich hatte mich gerade schon gewundert, warum du dich noch dran erinnerst, aber das macht natürlich Sinn. War ein schöner Tag. Nun, wenn die Augenkröte schon hier ist, dann hat das auf jeden Fall schon begonnen. Denn ich kann weit und breit keinen Beschwörer sehen oder einen guten Grund, warum ihn jemand hierher geschickt hätte. Könnte er nicht aus diesem merkwürdigen Tempel kommen? Könnte er. Oder er könnte aus der Pforte gekommen sein. Genau. Vielleicht ist er die Vorhut. Jetzt ist die Frage, bleiben wir noch hier oder verschwinden wir jetzt? Wir bleiben natürlich. Vielleicht reden wir mal mit diesem Donatian. Vielleicht hat er uns irgendwas über die Erdbeben zu sagen. Naja, ich habe eine starke Vermutung, dass es damit zu tun hat, dass die Stadt untergeht. Ja, klar. Ich denke auch, dass wir als erstes zum Baikalil-Tempel gehen sollten. Denn wir haben Donatian noch nicht Bescheid gegeben, dass wir uns auf, die Sache mit der Rätselqueste einlassen. Wir hätten ihm gestern schon Bescheid geben sollen, aber er wird verstehen. Und dann werden wir sehen, ob wir Serpentilio bei ihm lassen und uns um die restlichen Leute kümmern. Wenn Iphemia die Fassade aufrechterhalten will, könnten wir versuchen, ihr zu sagen, dass wir gehen müssen. Oder wir könnten gehen und versuchen, diese vier... Es spielt keine Rolle, ob sie Paktierer sind. Wenn sie die restlichen Pfauengardisten abgeschlachtet haben, dann ist das, denke ich, alles, was wir wissen müssen und können dasselbe mit ihnen tun. Wir könnten ihn auch in den Hinterhalt stellen. Wir wissen ja, dass sie zum Gürtel wollen. Und wenn wir dort ihnen einen Hinterhalt bereiten. Eine gute Idee. Auch dafür sind wir schon in der richtigen Richtung unterwegs. Sollte es möglich sein, Azaban außer Gefecht zu setzen und ihn mit uns zurückzunehmen, bevorzuge ich diese Option. Es sei denn, er tut etwas wirklich Dummes. Uns anzugreifen, in der Tat. Das wäre äußerst dumm. Ich glaube nicht, dass er kämpfen kann, aber... Nun, vielleicht unterschätze ich ihn. Diamantas, entschuldigt, ich habe euch unterbrochen. Nein. So relevant ist es nicht, aber Raphim, hast du noch ein paar von deinen Drogen dabei? Vielleicht kriegen wir mit der richtigen Menge und der Kombination den guten Serpentilio hier wieder hin. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich gar nichts bei mir. Wir wollen einmal sehen, wie es ihm geht, wenn wir unten in der Stadt sind. Sollte es schlimm sein und wirklich gar nichts mit ihm anzufangen sein, kann ich versuchen, im Avesha-Tempel eine Liturgie zu sprechen.
Der war das eine Mal, als mein Lehrmeister erzählt hat, von einer Praxis in Yolgumak, wo man einen Tor-Amash verwendet, um einen Turkisch mit einer beliebigen anderen Halluzinogenen provozierenden Tierart zu verbinden. Und das, wenn man es richtig anstellt und die Gefäße in die richtige Richtung verwachsen sind, das entsprechende Kommentar. Hey, ich wollte das fertig erzählen. Es war wertlos, aber trotzdem. Vor dem Balkalil-Tempel und kürzen irgendwie der gesamte Marktplatz, der gesamte Bazar voll ist von feiernden Leuten. Musik erklingt aus Kabas, Flöten und ähnlichen anderen Instrumenten und die Leute sind unglaublich glücklich. Ihr könnt sehen, wie hier auf dem Marktplatz ungefähr 50 von diesen Kröten aufgetaucht sind. Jeder hat ihn irgendwie gegriffen, leckt an dem Rücken und gibt sie dann weiter, sodass alle von ihnen ähnlich große Augen haben wie Serpentilio und ähnlichen Stuss erzählen, während sie alle glücklich sind, zu den Klängen der Musik feiern. Mindestens 50 Kröten. Hier kommt er also her. Naja, vielleicht kommen sie tatsächlich sogar aus dem Portal selbst. Also diese Stadt fängt mir echt an zu gefallen. Die passen hier auf ihr Zeug gar nicht auf. Guck mal, hier eine kleine Holzstatuette. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber jetzt ist es meins. Ja, warum nicht? Schütteln nur den Kopf. Habe mir... Es steht euch frei, das Gleiche mit einer beliebigen Schriftrolle zu tun. Ich stehle nicht, ich erwerbe. Gut. Ja, dem Mann, dem ich das hier aus der Hand genommen hat, hat mir zugelächelt. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn bestohlen habe. Nun, er stand unter einem Rausch. Vermutlich denken die Leute, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Wir könnten jemanden fragen, ob das hier jedes Jahr so zugeht, aber ich denke nicht. Naja, wenn, könnten wir Donatian fragen. Ja. Ich denke, er ist die beste Anlaufstelle dafür. Ja, und mit einem angewiderten Blick auf die Kröten schlage ich einen Bogen und gehe in Richtung Balkalit-Tempel. Ja, da könnt ihr einbiegen und steht nach 5 Minuten der Suche wieder an dem Platz, wo ihr zuvor schon Alrik Donatian von Terelia getroffen hattet. Die Leiche von Satrapina wurde weggeräumt und Magister Aulus fehlt selbstverständlich auch. Ansonsten ist alles gleich. Ihr könnt allerdings noch neben ihm erkennen, wie dort wohl hinter ihm leicht versetzt steht, der andere Priester oder Gehilfe, der mit seinem ziegenartigen Gemecker euch dann auch begrüßt. Willkommen in dem Tempel. Wie können wir euch dienen? Wollt ihr wieder etwas opfern? Schon gut. Lasst uns in Ruhe. Ich gehe, Meister. Damit geht er. Es hat begonnen. Wir haben es bemerkt. Wir haben uns entschlossen, eurem Wunsch nachzukommen und, euch das Rätsel zu stellen, das ihr wollt. Unser Geode Boltax kümmert sich darum. Er hält an dem Durchgang Wache und ist damit beschäftigt, die Rätselqueste zu vollenden. Ausgezeichnet. Verkorkt sie in einem Tongefäß und werft sie einfach in den Fluss. Ich habe sie gefunden auf den Südmeerinseln. Damals, als ich in Edas residiert habe. Dies war der Grund, warum ich wieder aufgebrochen bin in Richtung Norden. Gut. Nun, da wir das wissen, müssen wir uns um die Lage in der Stadt kümmern. Und die Leute, die mit uns durch den Durchgang gekommen sind. Diese Kröten sind nicht jedes Jahr hier, oder? Nein. Gut, wir haben es als Anzeichen gelesen. Ein Großteil der Pfauengarde ist offensichtlich inzwischen tot. Hattet ihr hier irgendeinen Besuch von Iphemia, Asaban oder sonst Leuten? Asaban war hier, ja. Er sprach mit mir und ich habe ihn abgewiesen. Iphemia soll wohl im Krakia Cache sein. Eingesperrt für
die nächsten 5 Tage über die Gründertage. Danach wird sie wieder aus diplomatischen Gründen, da sie aus der Satrapie El Burum kommt, freigelassen. Aber wir wissen beide, dass das nicht der Fall sein wird. Aber Azaban strifft hier tatsächlich umher. Gut, dann werden wir versuchen, ihn festzusetzen. Nicht, dass er... Und ich glaube nicht, dass er Erfolg haben könnte. Aber wir sollten ihn nicht unterschätzen. Es freut mich zu hören, dass Iphemia immer noch im Krack festgesetzt ist. Aber ich bin nicht sicher, ob wir diesen Ort aufsuchen sollten. Denn man könnte Fragen stellen. Wir haben ihn in Begleitung von Satrapina verlassen. Was denkt ihr darüber? Nun, ich glaube nicht, dass Iphemia noch eine große Rolle spielt. Ich habe sie nie kennengelernt. Ich weiß, dass in El Burum eins meiner Gemälde hängt. Und ich hatte sie kurz davor gesehen, aber sie nicht für so sehr wichtig in diesem Spiel gehalten, auch wenn sie versucht hat, die Rätsel zu lösen. Erfolgreich war sie nicht. Sie hat sich nicht als eine meiner Erben klassifiziert. Allerdings glaube ich, dass sie nur der Lakai für jemanden ist, der weitaus mächtiger ist. Ja, davon gehen wir auch aus. Aber da ihr gerade von den Gemälden spracht, was wird aus ihnen? Wir, oder nun ja, vielmehr unsere Magier, konnten feststellen, dass ein Teil von euch in das Gemälde im Blauen Palast gebunden ist. Nun, ich habe das Gemälde verlassen. Stehe ich doch nun vor euch. Die Aufgabe ist erfüllt, nachdem die Erben das Tetraeder gefunden haben. Also sind sie nun nichts weiter mehr als Bilder? Er deutet auf das verlassene Gemälde, was wohl hinter euch hängt. Ebenso verlassen wie dies dort. Verstehe. Meine Frage. Gerne. Habt ihr diesen vermeintlichen Meister je vor euren Gemälden gesehen? Oder vermutet ihr das nur? Ich weiß nicht, wem sie dient, nein. Ich kann sie spüren. Eine mächtige Paktiererin oder ein mächtiger Paktierer. Verschlagen. Naja, das sind sie leider fast alle in unserer Zeit. Zumindest diejenigen, der Balkalil dienen. Es gibt wesentlich stumpfere Erzdämonen, die nicht so sehr subtil handeln. Interessanter Fakt. Wenn man den Ursprung des Wortes Balkalil, lieber Balkalil, bis zu seiner exischen Ursprung nachverfolgt, kommt man tatsächlich auf die Idee, dass... Warum seht ihr mich alle an? Ihr schwatzt schon wieder Unsinn. Das würde ich ja wohl wissen. Naja, enttäuschenderweise nicht. Ihr habt nicht zufällig ein Gegenmittel für diese Geschichte hier mit den Kröten? Oh, ja, habe ich. Oh, Kröten, genau. Ich muss einen von diesen kröterlichen, faszinierenden Tiere... Ja, steht Tiere auf und geht an eine der verschiedenen Regale heran, die überall im Tempel angebracht sind, sucht ein bisschen und holt dann eine Fiole heraus, die er euch dann gereicht. Es erinnert mich an einige der Phyrexeranischen Ibis-Jumpe vor der ganzen unglücklichen Sache. Thesen zur Rückentwicklung der Dämonisierung. Oh, was ist das? Man soll nicht unhöflich sein, nicht? Prost! Und ohne zu realisieren, dass sonst irgendwie keiner am Trinken ist, extra das Ding weg. Morgen werden die Lefthans-Kreaturen ausbrechen, die nun auch Ausgangspunkt für alle weiteren Kelevatane sind. Was bitteschön ist das für ein Zeug? Nun, wenn es euch wieder zur Besinnung gebracht hat... Warum bin ich der Einzige, der hier etwas trinkt, Kapitän, ja? Nun, weil ihr der Einzige wart, der meinte, eine Kröte anfassen zu müssen. Ah, zu meiner Verteidigung. Ich glaube, der Kröterich hat mich angefasst. Außerdem ist der Burkisch keine Kröte. Eine Kröte wäre... Wartet, jetzt leert seine Taschen aus. Ah, hier, dies ist eine Kröte. Ich kann wirklich nicht sagen, ob es gewirkt hat oder nicht.
Was denkt ihr? Ja, ist auch gut mit deiner Geschichte. Eine Frage hier, Herr Magier. Würdet ihr uns empfehlen, morgen noch hier zu sein? Ich meine, ihr habt den Untergang ja schon erlebt. Ich habe den Untergang nicht erlebt, nein. Das ist für mich auch das erste Mal. Na, enttäuschend. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir den Gürtel genug versiegeln können, dass ihr nicht hier sein müsst. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt, wenn ihr den Tonkrug in den Baron Ula geschmissen habt. Ja, das können wir machen. An der Stelle noch, gibt es noch irgendwas in der Stadt, was sich vielleicht lohnt mitzunehmen? Ich meine, es wird eh vernichtet. Gibt es hier Antiquariate, wo man seltene Pergamente erwerben könnte? Es wäre doch wirklich eine Schande, jetzt so am Ende eurer Zeitschleife, wenn ihr so wollt, wenn ihr euer ganzes Wissen nehmt. Der restlichen Zeitstrang, ihr wisst schon, unserer aller Zukunft vorenthalten blieben würde. Ihr werdet nicht zufällig bereit, wenig mit mir zu teilen, damit ich es in die Welt tragen kann. Nun, wenn ihr mögt, könnt ihr in eurem Jerkesch nach den Überlassenschaften suchen, die ich für euch zurücklasse. Seid euch versichert, dass es ein weiteres Artefakt gibt, was in eurer Zeit geborgen werden kann. Unter dem Avesha-Tempel, der dritte Schlussstein. Worum handelt es sich dabei? Um den Speer von Rashtul al-Sheikh. Das klingt überaus faszinierend. Nur ein Speer. Also Speere haben ja was für sich. Aber auch natürlich die gute Keule darf man nicht vergessen. Ist zwar eher alt hergebracht, hat aber was. Wo denkt ihr, würde ich am ehesten Schriften meiner Kirche finden? Im Avesha-Tempel? Schriften eurer Kirche? Nun, eure Göttin hat hier nicht gut gelitten. Aber ja, wenn überhaupt im Avesha-Tempel. Nun gut, dann werden wir uns um ein Tongefäß bemühen und... Nun ja, hoffentlich heute Abend nicht mehr hier sein. Vielleicht können wir die letzten Eindringlinge in dieser Zeit noch finden und mit zurückbringen oder auch töten. Ich habe noch eine kleine persönliche Frage, wenn ihr mir verzeiht. Ja, Tochter? Ihr nennt mich so. Wie war das mit euch und Niobara? Als wir das erste Mal davon hörten, nun, Abelmir wollte es nicht glauben und es erschien höchst unwahrscheinlich. Wie? Nun ja, wie kam das zustande? Wir sind beide gelehrte Leute, von hohem Stand. Intelligenz zieht sich einander an. Wir haben uns vereinigt und Kinder geboren. Und ich wusste, dass ihr noch eine Rolle spielen werdet. Seid ihr ihr begegnet, nachdem ihr euch zur Umkehr entschlossen hattet? Davor und danach. Solange ihr nickt. Hab Dank. Nun, möchte jemand noch hier bleiben? Oder? Nun, es kommt darauf an, ob der Magiergraf bereit ist, mich zu lehren von seiner Weisheit. Ihr seid schließlich einer der letzten Meister der bomberianischen Zauberkunst, der noch bei klarem Verstand ist. Oder, wenn ihr es so betrachten wollt, wohl der Erste. Außer ihm selbst, versteht sich. Zwei Räume weiter werdet ihr meine Bibliothek finden. Bedient euch. Aventino scheint etwas sagen zu wollen und sich dann zu entscheiden, geschenken Gäuel nicht ins Maul zu schauen. Ich will euch begleiten, damit ihr nicht zu sehr abgelenkt seid. Sicher doch, sicher doch. Und dann reißen wir da alles raus, was nicht mit dir nagelfest ist, denn er braucht ja nicht mehr.
Die Werke, die Donatian Alrik von Terilia schuf, die 13x13 Tage von Elem, die beiden Brüder, der Nachteil der Demut und der Vorteil des Stolzes, die Philosophie im Lehrsaal, die Unterdrückung und schwarze Magie, ihre wichtigsten Rituale. Eine relativ kleine Bibliothek. Nein, also noch viele weitere, zahlreiche mehr, aber das sind die Werke, die einzigartig sind und die er hier im Original vorliegen hat. Und einige selbst geschrieben. Die sind alle selbst geschrieben, ja.